Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 auf der Wild West 16-fach. Herzlich willkommen zu einer neuen Witzebuch-Ära. In der heutigen Folge wird es soweit sein. Ich werde die ersten Witze, ich werde mal zwei vorlesen aus dem neuen Witzebuch und ich, also, freut euch drauf. Ich weiß nicht. Also es ist wahrscheinlich noch schlimmer als das erste. Okay, also, wir werden ein paar Sachen machen müssen. Gerade springen oben die Erdbeeren auf voll. Das heißt, darum kümmern wir uns auf jeden Fall auch. Biomasse, Heizkraftwerk, Biogasanlage, 1 Megawatt. Ein Tag und eine Stunde 28. Mal gucken, wie viel Mist wir da haben. Und wir werden die Aussaat anstellen. Definitiv. Das muss sein. Wir gucken mal. Damit fangen wir an. Ich will nur einmal gucken, wie viel Mist wir haben. Schöne Ecke da übrigens. 80.000. Das ist nicht so viel. Ich höre schon wieder Stimmen. Dessertfabrik hat noch für 7 Minuten Eier. Ich will doch eigentlich ein Sonnenblumenfeld. Okay, also, wir beginnen. Holz können wir auch mal aufladen. Da sind auch noch eine Menge Paletten drin. Hier ist dann auch gleich wieder die Performance etwas schlechter. Hier hätte ich gern so eine Insel, so eine kleine in der Mitte mit einem Brunnen. Was sind das hier eigentlich? Lange Bretter. Na, keine Ahnung. Nicht jetzt. Erst... okay. Ja, ich komme zu gar nichts. Also, eine Menge los auf dem Hof. Eine ganze Menge. Deswegen fangen wir jetzt erstmal mit dem Wesentlichen an. Ich habe normalerweise zwei von denen hier. Einen davon hätte ich gern und den anderen auch. Ich finde, das ist eine sehr schöne Seekombi mit der Amazone. Mir gefällt das aus irgendwelchen Gründen. Der hat jetzt das fette Frontgewicht dran, aber okay. So, und wir haben, glaube ich, drei Seemaschinen. Dann können wir auch drei versehen, auf jeden Fall. Eieiei. Eieieiei. Naja, so. Punkt 1. Wir brauchen Hafer. Beziehungsweise müssen Hafer in den Boden bringen. Hafer hat auch nur noch für 1 Stunde 12 Minuten. Das kann ich also direkt mal ausschalten. Hafer, Hafer, Hafer. Hafer, Hafer, Hafer. Ist relativ weit unten. Nee, haben wir ja noch, ist relativ weit oben, ne? Hafer. Deactivate. So, haben wir schon mal eins weniger. Hammer. Ich entschuldige mich für diese nicht so gute Performance. Und ich bin gespannt, was ihr über das Witzebuch sagt. Es ist eine Katastrophe, wenn ihr mich fragt. Ich weiß nicht, wie man das guten Gewissens... Vielleicht sollte ich, wenn ich am Ende dann 10 Stück habe, ein gutes rausbringen. Wer hat eigentlich das Urheberrecht an Witzen? Niemand bestimmt, oder? Das ist eine Marktlücke. Einmal zum Haferfeld. Das ist Kollege Nummer 1. Zack, dann Kollege Nummer 2. Mist. Also, ja, der soll ja hier Gras sehen, ne? Stimmt. Ach, ich, Mist, ich wollte eigentlich das Sonnenblumenfeld noch kaufen. Wann muss ich ein Sonnenblumen... oh je, jetzt geht's los. Oh je. Okay, der erste Witz ist lang. Ich lese ihn jetzt einfach mal vor.
Und ihr denkt euch dann was drüber. Also, der Trainer und seine Top-Mannschaft beratschlagen, wer überhaupt antreten soll, denn die gegnerische Elf besteht aus lauter Losern. Passt mal auf, meldet sich da der Torwart. Ich spiele allein. Ihr habt Zeit für einen Kneipenabend und ich komme dann einfach später nach. Okay, Teamchef und Spieler gehen in die Kneipe und haben Spaß beim Tischfußball und Bier. 20 Minuten nach dem Anpfiff machen sie das Radio an. 1-0 in der 11. Minute. Zufrieden wenden sie sich wieder ihrem Kickerspiel zu, bis sie zum Spielende erneut einschalten. Das Ergebnis lautet 1-1 in der 11. Minute und in der 90. Minute ein Tor. Trainer und Spieler machen sich bestürzt auf ins Stadion, wo sie auf den geknickten Torwart in der Garderobe treffen. Was war denn los, Junge, will der Trainer wissen. Na, tut mir echt leid, Trainer. Aber dieser Idiot von Schiedsrichter hat mich einfach in der 12. Minute vom Platz gestellt. Ich entschuldige mich für alle, dass ich ihnen Lebenszeit geklaut habe. Und selbstverständlich habe ich komplett vergessen. Ich wollte wissen, wann wir Sonnenblumen ansehen wollen müssen. Nämlich jetzt, ne? Ja, gut, das mit dem Hafer geht schnell. Also, so. Erster Wegpunkt ist auch okay. Ein Fahrzeug auf dem Kurs, zwei Vorgewinde, starte auf den Bahnen. Das wird nämlich auch ein Grasfeld hier. Und muss ich im März eigentlich schon Gras... März, ab... Nee, Juni, April, ne? April, Juni und Oktober. Genau, okay. Kann ich den Gras sehen? Ja. Sehr schön. Erster Wegpunkt. Okay. Dann stellen wir das auf Nachfüllen ein. Zack, zack, zack. So, sehr schön. Du bist hier angekommen, macht nichts. Du bist hier angekommen, macht auch nichts. Du bist hier angekommen. Ja, den stelle ich jetzt an, weil den brauche ich gleich wieder. Stopp. Mist. Ahaha, nee, Gras ist eingestellt. Gott sei Dank. Ist mir aber noch aufgefallen. Habt ihr gemerkt, ne? So, hier braucht man nämlich Hafer. Zack, zack, das passt. Kurs, ein Fahrzeug, zwei Vorgebände starten auf den Bahnen. Los. Und hier ist unser dritter. Der macht jetzt Zuckerrüben. Zuckerrüben. Das hätte bestimmt fiesen Schaden gegeben. Dafür musst du zum Zuckerrübenfeld fahren. Feld 3 Zuckerrüben. Nehmen wir einfach mal das. Okay. So, unsere drei Kollegen sind erstmal unterwegs. Wo ist einer von den kleinen Elektrikern mit einem Autoloadwagen? Da ist der Autoloadwagen. Dann holen wir erstmal ein paar Erdbeeren. Und dann sehen wir mal zu, dass wir jetzt hier im März ein bisschen ans Arbeiten kommen. Ich habe noch viel vor und der LS25 kommt. Habt ihr denn schon den LS25 vorbestellt? Ich gebe offen zu, ich habe es noch nicht gemacht, weil es gibt ja keinen Boni dafür, dass man das ganz früh macht. Ich habe über diese Ultimate Collection nachgedacht. Aber ich habe genug auf meinem Schreibtisch rumstehen. Ich brauche nicht noch so eine Box mit einem Zündschlüssel. Ich finde sie cool. Aber habe mich bewusst dagegen entschieden. Von daher kann ich auch einen Tag vorher noch vorbestellen. Kriege immer noch diese zusätzlichen Fahrzeuge. Spielt also im Grunde keine Rolle. Was wollte ich jetzt machen? Auslagern. Genau. Irgendwas stimmt mit diesen Erdbeerdingern hier nicht. Auslagern 2. Auslagern 2. Auslagern 2 und ihr ahnt schon, was kommt. Auslagern 2. Gut. Shift R. Also Erdbeeren, das läuft echt richtig gut. Das mit den Hühnern überhaupt nicht. Das ist das, was mich ein bisschen ärgert. Dabei haben wir schon so viele Hühnerställe. Ich habe eigentlich keine Lust, noch welche zu bauen. Für den Moment.
So, Dessertfabrik braucht auch Erdbeeren. Okay, wollen wir die gleich mitnehmen? Wir hätten ja hier noch ein bisschen Platz. Komme ich hier durch? Ah, man muss aber wissen, wo. Sehr schön. Oh, bitte. Ist jetzt dein Ernst? Abladen. Umschalt links I. Umschalt links R. Ah. Okay. Das ist dieses komische Autoload. So, hier. Der bringt gefühlt gar nichts. So, jetzt hat er wieder nur volle. Stellen wir um. Volle und leere. Ah, das sieht gar nicht schlecht aus hier. Das sind 20.000. Ah, der Anhänger ist eigentlich gut, dadurch, dass der hier drei Lagen machen kann. Wie sieht's da aus? Oh ja, das sieht auch gut aus. Mal auf, ich nehme mal nur die beiden mit. Hier lohnt sich nicht. Dann nehme ich dafür lieber die beiden hier noch mit. Dann haben wir... Ja, wer braucht denn alles Eier? Pavel hat genug. Sehr gut. Dann sind das fast 50.000 und 100.000 Erdbeeren. Das schafft hoffentlich erstmal ein bisschen Ruhe. Sehr, 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 sehr gut. Biomassekraftwerk Stroh. Hm, da kann ich den. Den schicken wir gleich mal zurück. Ich glaube übrigens, das hat echt ein bisschen was gebracht, die ganzen Paletten nicht mehr auslagern zu lassen. Ich glaube, das hat performancemäßig echt ein bisschen was gebracht. So, dann kann das hier erstmal alles abgeladen werden. Und ich schicke schnell den... Nee. Den hier schicke ich einmal schnell zum... Oh ja, den müssen wir auch mal reparieren. Moment mal, ich hatte doch hier eigentlich eine eigene Reparaturstation aufgebaut, ne? Hier. Reparieren. Klasse. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Naja. Ach so, ein bisschen Stroh hätten wir noch hier. Aber ich schicke den trotzdem mal einmal Stroh holen. Den kann ich dann direkt zum Ballendings schicken. Das ist Hof, Ballenlager Output. Sehr gut, fahr mal los. Du bist angekommen bei Zuckerrüben. Da steht noch der Kollege rum. Den kann ich mal zurückschicken. Hat den Motor angelassen die ganze Zeit wegen Klimaanlage. Und sonst zu warm geworden. Muss wirklich ein bisschen weniger schlampig mit meinen Fahrzeugen umgehen, weil wenn ich die erstmal hier auf der Karte verloren habe, dann habe ich ein echtes Problem. So. Neuer Kurs. Den könnte man durchaus auch zu zweit hier einfahren. Das wäre wahrscheinlich sogar eine gute Idee. Aber die sind alle gerade in Benutzung. Es wird nämlich echt einen Moment dauern hier. Zuckerrüben. Und ich hatte eigentlich gesagt, dass ich dies nicht mehr mache, ne? Dass wir eine Einzelkorn-Saattechnik uns besorgen. Ja, das hatte ich gesagt. Kosten das Ding. Was geht ja eigentlich noch? 5.800 Liter ist natürlich gar nichts. Das ist auch der größte, den ich habe. Ja, 18 Meter, 4 Meter, aha, 12.
18,2, 7000. Der ist ja eigentlich besser mit Flüssigdünger. 250 PS für eine Viertelmillion. 10,8. Er kann keinen Dünger. Ich habe überhaupt gar keine Flüssigdünger. Bringt alles jetzt ein bisschen durcheinander, wenn ich ehrlich sein darf. Aber ich hatte es versprochen, dass ich das nicht mehr mache. Und Rüben ist Einzelkorn. Die kann jetzt wieder alles. Das ist nicht so gut. Und die kann jetzt, das wäre jetzt die, die wir bräuchten. Jetzt wäre die Frage. Ah, Sonnenblumen müssen auch damit gemacht werden. Okay. Ja, passt auf. Ich habe gesagt, dass ich das mache, dann mache ich das auch. Also, dann fahren wir den nochmal zurück. Der eine oder andere von euch wird sich ja mit Sicherheit daran erinnern, dass ich gesagt habe, dass ich das mache. Und dann sollten wir das auch tun. Während der hier steht, schicke ich den mal eben los. F12-Menü, Fahrzeug leeren. Und dann fährst du mal bitte zu... Dessertfabrik braucht Milch. Naja, genau. Also zu Kuh, Milch, Output, Dessertfabrik, Input, Milch. Dann kannst du in der Zeit daran arbeiten. Und dann springe ich wieder zurück. Fahre den hier erstmal ein Stück aus dem Weg. Lustig, ich glaube, die standen irgendwo hier. Jetzt nicht mehr. So, doch. Doch, doch, doch. Da stehen ja nur die Anhänger, ne? Stellen wir den erstmal hier hin. Huch, ist zu weit. Die Folge ist auch schon wieder um. Was habe ich denn geschafft überhaupt in dieser Folge? Wie soll ich diese Folge denn nennen? Schlechte Witze. Na gut. Okay, wir machen kurz Pause und sehen uns in der nächsten Folge. Bis gleich.